Tag zusammen und herzlich willkommen beim Logbuch des Herrn Hansen. Ich bin ja nach wie vor im Rhein-Main-Gebiet, hier in meinem schnuckeligen Hotelzimmer in Wiesbaden. Und heute war ich in der Sonderausstellung im Geldmuseum der Deutschen Bundesbank. Ja, das gibt es wirklich. Die Sonderausstellung Geld in Karikatur und Satire. Das ist natürlich mein Thema. Vorab, da gibt es wohl ein bisschen Irritationen, denn es gibt zwei Enddaten. Das eine wird angekündigt Ende 29. Oktober 2023, aber die Ausstellung, die Sonderausstellung Geld in Karikatur und Satire geht bis 4. Mai 2024, ist verlängert worden. Das kann man daran erkennen, weil die haben da ganz nett gemacht den sogenannten Witz to go. Da gibt es Witze über Geld und Finanzen, die man mitnehmen kann. Und die ältere Druckauflage hat noch das Datum 29. Oktober und die aktuellere Druckauflage eben den 4. Mai 2024. Also wer sich diese Ausstellung angucken möchte, kann das noch machen bis zum 4. Mai 2024. Und diese Witze to go, ja, kann man so mitnehmen und sind dann halt, oh, eigentlich irgendwie sehen sie ganz niedlich. Ne? Wie heißt das hier? Ein Kunde beschwert sich am Bankschalter. Sie haben sich gestern bei der Auszahlung um 10.000 Euro geirrt, meint der Bankangestellte. Da kann ja jeder kommen, Sie hätten sofort reklamieren müssen. Jetzt ist es zu spät, sagt der Kunde. Schon gut, dann behalte ich das Geld eben. Tja, ein Witz der Deutschen Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank, ne? Hotspot des deutschen Humors, war mir bis dato auch nicht so ganz bekannt. Was ich interessant fand bei dieser Ausstellung, die heißt ja, wie gesagt, Geld in Karikatur und Satire. Es gab tolle Karikaturen. Es gab Programmauszüge von Volker Pispers und von Schinmeier, also wirklich gute Finanzkabarettisten. Es gab nicht ein einziges Exponat zu Lyrik, humoristische Lyrik und Geld. Was ich insofern natürlich ein bisschen schade gefunden habe, weil ich ja gerade dazu recherchiere. Denn der nächste Podcast meiner Reihe der Thekenpoeten, da ist das Schwerpunktthema Lyrik und das liebe Geld. Da hatte ich schon so ein bisschen gehofft, dass ich bei so einer Sonderausstellung dadurch was in Erfahrung bringen kann. War nicht so. Deswegen jetzt mein Appell, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie einen guten Text kennen, einen humoristisch-lyrischen Text zum Thema Geld, Wirtschaft und Finanzen, dann schreiben Sie das bitte unten in die Kommentarzeile. Ich freue mich über sachdienliche Tipps. Kurt Tucholsky in den 30er Jahren einiges gemacht, wissen auch Ringelnatz auch schon in den 20er Jahren so über Inflation, aber so aktuell, wo doch dieser Finanzsektor so dominant ist, gibt es verdammt wenig humoristische Lyrik oder, das kann ja auch sein, ich habe sie noch nicht gefunden. Deswegen nochmal mein Appell, schreibt das hier unten einfach rein in die Kommentarzeile, welche gute humoristische Lyrik es zum Thema Geld, Wirtschaft, Finanzen gibt. Ich freue mich auf ganz, ganz viele konstruktive Tipps. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr und Euer Herr Hansen.